Ich bin der unglaublich beste Assassine, wo gibt. Ach nein, stimmt ja gar nicht. Du bist der Beste seiner Zeit. Ja. Beim Hochlaufen einer Wand. Genau, wenn du hochläufst, in eine Richtung drücken und dann X, um abzuspringen. Okay. An jedem von dem Teil ziehen, dann geht's hinten auf. Mhm. Ja, der ist ein bisschen fies. Bisschen? Ja. Ich muss gerade gucken, ob ich jemals wieder zurückgepaddelt komme. Ich denke gerade, ich habe dummerweise keine Karte, sonst würde ich mir den Ausgangspunkt markieren. Ja. Irgendwo komme ich wieder an Land. Ich weiß bloß noch nicht wo. So. Ich werde das so oft wiederholen, bis ich es irgendwann geschafft habe, das Ganze zu machen. Und da werde ich mir denken, ach, war ja gar nicht so schwer. Nee, das ist, die erste Idee war schon richtig. Hochlaufen und abspringen. Jo, geht's dir gut? Nicht unter Wasser? Alles klar? Alles super. Alles super. Och, jetzt ja. Ich meine, es geht mir gerade darum, gar nicht mal darum, das jetzt nur irgendwie schaffen zu wollen, sondern bloß um mal das generell schaffen zu wollen. Damit du einmal die Idee hast. Ja. War's nicht. Okay. Jetzt bin ich dummerweise auf der anderen Seite gelandet. Muss ich also mindestens nochmal an dem ziehen? Ja. Ja gut, das Ziehen macht den Kohl jetzt auch nicht fett. Nee. Und wenn ich das jetzt wieder erwarten schaffen sollte, ist doch auch super. Ja, eben. Meinetwegen. Hey, da will er nicht hochlaufen. Ja, da ist eine Kante drin, aber da wollte er auch nicht drüber springen. Und dann muss er immer auf der Seite runterfallen. Wenn es wenigstens die andere wäre. Eben, dass man nochmal Zeit zum Üben hat. Ach, jetzt ja. Du hast dich heute so schön benommen. Genau. Ich habe dir schon zugestanden, dass du intelligenter bist als ein Dieb. Das bedeutet doch gar nichts. Das ist wahr.
ist der Plan, okay. Hm, das ist voll der Plan. Habe ich mal was vom Plan erzählt? Das war er nicht. Und wenn da jetzt die Stange gewesen wäre. Ja, ja. Dann wären wir sogar ein Stückchen weitergekommen. Hm, du bist ja schon ein Stückchen weitergekommen. So. Genau. Nur ein nasser Assassine ist ein guter Assassine. Wenn der nicht nass ist, dann hat der nichts getan dafür. Man sollte eigentlich meinen, dass er diese Dinge automatisch nehmen kann. Sollte man. Nur wann dieser Typ was automatisch tut, das ist auch so meh. Wir finden jetzt gerade nicht. Nein, jetzt nicht. Also ich hätte jetzt für einen guten Zeitpunkt gehalten. Das war super und fast elegant. Nur nicht das, was du wolltest. Na, wann tut Ezio schon das, was ich will? Eben. Ich habe Ezio bestimmt heute auch nicht 300 Mal gesagt, dass... Na. Mhm. Dass er bitte kontern soll. Nein, nein, nein. Das mindestens 500 Mal. Ja, genau. Und jetzt spring auch noch um der Ecke. Er ist ein Hase. Ezio, unser kleines Häschen. Ja, Hasi. So klappt's nicht. Hattest du es doch gerade. Ich wollte gerade sagen, Leonardo, das probieren wir nochmal. Leonardo! Oh, er ist nicht hier. Leonardo, ich wollte dich drücken, wirklich! Okay. Jetzt stell ich mir vor, wie Ezio 5 Jahre in der Kanalisation sitzt. Ja, ich könnte das so und so machen. Ein guter Plan, ich war Leonardo! Oh, verdammt, er ist nicht hier. Wer macht sich schon Sorgen um seine Mutter und um Claudia? Seine Mutter, die seit 10 Jahren vorm Bett kniet! Und Claudia denkt, oh, der war seit 5 Jahren nicht hier, um Geld zu holen. Das gefällt mir. Wahrscheinlich ist er tot. Egal, ich habe eine Stadt zu verwalten. Na, 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 na. Wir liegen noch so gut in der Zeit. Komm. Weiter, Ezio! Ezio, weiter! Es bringt mir in dem Moment nichts, die Sachen gedrückt zu halten. Mhm. Noch? Ezio. Ich bin ein Auditore der Firenze. Wir sind nicht intelligent. Wir sind eine Bankersfamilie. Das heißt nicht, dass wir intelligent sind. Oh. Also, du kannst davon rausklettern. Ja, ja, ja. Ich sehe. Ich bin auf der richtigen. Da.
Und da muss ich... hochlaufen und nach links. Oh! Also eigentlich denke ich wieder der Plan hoch da oben nach links, oder? Okay. Ja, nur das Wasser, da komme ich wahrscheinlich nicht durch. Okay. Kommst du da oben dran? Hier bin. Das Problem ist halt, dass da Wasser fließt. Und ich denke, das hält mich von einigem ab. Nö. Oder auch nicht. Und hier hat mir dann der... Genau, dann musst du darüber. Zack. Zack, und dann kommst du an den letzten. Ja. So, wo bin ich denn gerade? Am Anfang. Ah, wieder am Anfang. Wenn ich das einmal quasi durch habe... Nein, du sollst jetzt nicht auf das Schwertdings da gucken. Das ist das Schwertsymbol, ja. Was meinst du, warum wir hier sind, Äthiopen? Dann müssten die ja alle so weit auf sein, dass ich da auch direkt rankomme, oder? Richtig. Stimmt, von hier aus musst du nicht den ganzen Weg schwimmen. Jetzt gerade bist du wirklich ein Wicht und ein Tropf. Du bist ein Wopf! Nein, er ist kein Wopper. Ein Wopper. Komm ich gerade durch? Ja, da ist hier auch nur die... Spieche. Schnibbedüpp, 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 schnipp, schnipp. Kannst du nicht von Anfang direkt zum letzten Dingens hinschwimmen? Ich brauche nur noch die letzte, meinst du? Ja. Ich probier's mal, ich bin ja gleich am Anfang. Im Fall. Nein, das ist ein Mollenweg. Ich muss den Weg tatsächlich machen. Okay. Ich finde es cool, wie schön mein neuer Umhang glänzt. Ja, der ist nicht wasserabweisend. Ich meinte eher, dass der zum Teil tatsächlich golden glänzt. Habe ich jetzt noch nicht drauf geachtet. Weil ich aus dem Wasser komme. Ich hoffe, ich muss nicht drauf achten. Du kannst auch glänzen. Ja. Das war jetzt. Das ist auch fies. Die machen dir erst immer die ganzen Anzeigen. Ja, hier an der Wand hochrennen, wenn die Dinger da sind. Dann hier nicht. Ezio, da solltest du gar nicht hin. Jetzt gerade ist er aber wieder sehr. Nicht! Torkel! Okay, Ezio, das hat gerade nicht geklappt, aber diesmal wird es funktionieren. Es wird die letzte Sekunde gewesen sein und es ist mir sowas von egal. Wir kommen jetzt dahin. Ah.
Also allein was die Technik angeht, frage ich mich, ob Leonardo da auch schon mitgemacht hat. Da er ist doch ein Zeitreisender. Assassine. Deshalb kann er den Kodex auch so gut lesen. Ja, natürlich. Den habe ich doch selbst geschrieben. Ah, das ist eindeutig der Ägypter. Amunet. Also die Ägypterin in diesem Fall. So, dann nimm mal das Siegel da raus bei Amunet. Dann war es nur noch eins. Ja. Und schwupp. Habe ich einen Ausgang gefunden. Oh ja. Okay, und das war Leonius. Ich halte es jetzt auch für Amunet gehalten. Oh, tja. Das Geheimnis der Visitation. Ich bin der venezianische Gladiator. Ja, so siehst du auch aus. Ja, ne? So, dann bin ich mal gespannt, wo ich rausgeschmissen werde. In Venedig. Ja, aber wo in Venedig? 3 Jahre später. Leonardo, ich war 3 Jahre! Ich meine, was das sieht gerade. Sind wir uns sicher, dass du für diesen Job geeignet bist? Ja, neben der Codex-Seite wirst du rausgeschmissen. Mädels? Ich habe euch doch gerade gesehen. Mädels. Das könnte Spaß machen. Ich lässt euch mehr ins Schlafen ziehen. War das gut? Das kann ich nicht. Ja, naja. Codex-Seite? Codex-Seite. Muss ich mir ehrlich Gedanken darüber machen, danke, halt. Dass 2 von den Damen 4 Wachen abgelenkt haben? Ja, es sind halt professionelle Wachen. Ja. Auf jeden Fall. Oben die Ecke ist ein Schmied. Ja. Für deine kaputte Rüstung. Ich gucke aber auch gerade, hier wäre... Schnellreise. Dann lass dich nicht aufhalten. Reisende soll man nicht aufhalten. Schnellreisende erst recht nicht. Oh, ein Feuerspucker. Ja. Ja, da waren wir schon drin, Datenbank. Ich flüchte vorm Karneval. Ich kann's verstehen. Ja, ich möchte wirklich zu diesem Ort reisen. Schwester! Oh nein, da ist er wieder. Oh, dir geht's gut. Schade. Freut mich. Ich komme gerade aus einem Assassinengrab. Ansonsten? Geld. Ich brauche dringend Geld. Ich kann halt einfach nicht die Puppe für Leonardo finden. Deshalb werde ich jetzt eine Spezial anfertigen lassen und das kostet. Genau. Entschuldigung. So. Sonst brennt er noch mit Schwester sowieso durch. Schwester.
Misaglia. Oh, 12.000 für ein paar Stiefel. Ich verabschiede mich jetzt von meinen 200.000. Ja, dieses Mal wird das nix. Aber die Musterung sieht cool aus. Da wirst du gleich wieder schicker. Und ich habe das alles hier gekauft und überhaupt dementsprechend. Das ist mein Griff. Ja. Ich bin auf unter 100.000. Alter, ihr Schwert. 42.500 Florin. Also Schwesterherz. Jetzt brauchen wir das Geld gerade echt. Ansonsten habe ich alles. Ja. Euer Geld scheint echt. Sie denkt sich jetzt auch so. Wert der Stadt gestiegen. Hä? Oh nein. Um 6.940. Also 700 pro Einheit mehr. Yep. Auf Dauer lohnt sich das halt. Claudia! Oh, da ist er. Ich nehme mir das Geld. So, und jetzt, liebe Claudia, sagst du mir... Nein, warte, was sagst du es mir noch nicht? Eben, wir müssen ja noch was abgeben. Genau. Zum einen haben wir ein Assassinen-Siegel abzugeben, zum anderen haben wir noch ein paar Codex-Seiten, die schon entschlüsselt sind. Leonardo müsste auch noch was entschlüsseln können, aber das kommt dann später. Der nicht. Oder doch der? Ich weiß, dass Amunett da hinten in der Mitte steht. Okay. Ich bin mir nicht sicher, ob unsere Schwester uns erkannt hat. Wer ist dieser Verrückte, der da plötzlich reinkommt und mein Geld klaut? Oh, ich sage Ezio einfach, wir wurden überfallen. Falls Ezio überhaupt noch lebt. Schwupp. 3 Seiten abgegeben. 1, 2, 3, 4 noch. Ja. Claudia! Salute, Claudia. Willst du das Buch sehen? 85%. Also, Sammlungen. Das 2 von 2 Modellen. Was zum Teufel sind Modelle? Du hast ein Modell vom Fluggerät und sowas jetzt noch irgendwo hängen. Ah. Mir fehlen nur noch 2 Gemälde. Wow. Und noch 6 von Fragezeichen Porträts von Ezio Seelen. Mhm. Fehlt ein Teil Misaglias Rüstung, eine Waffe und die Altair-Rüstung. Ja. Ja gut, ich meine, die Altair-Rüstung bekomme ich ziemlich bald. Ja. Dann kaufe ich mir die andere Rüstung nur noch aus Prinzip, um sie komplett zu haben. Damit die Villa schön aussieht und viel wert ist. Genau. Bis bald, Ezio. Ich habe übrigens eine Ahnung, warum die Sachen so teuer sind. Weil? Ich muss sie ja immer in zweifacher Ausführung kaufen. Ja. Einmal zum Anziehen und einmal zum hier hinstellen. Ich wusste gar nicht, dass ich immer den Gürtel dazu kaufe. Anscheinend schon. Obwohl, nein, die Misaglias-Teile hast du an, deshalb sind sie nicht hier. Ja, gut. Das. Da hängen sie dann so schwarze Sachen probehalber vor. Richtig. Und weil ich noch nicht alles bei der Misaglias-Rüstung habe, fehlt hier auch noch. Genau. Hast du halt die Metallschulterplatten hast du noch. Ja. Obwohl ich mir den Rest wahrscheinlich leisten könnte. Mhm. Ah,
sehe meine Modelle. Genau, die Flugmaschine und die Kutsche. Meine Waffenregale. Ja, Alter, ihr Schwert hast du ausgerüstet, deshalb hängt das da nicht. Ah, irgendeine schwere Waffe fehlt anscheinend noch. Ja. Mal gucken, wo ich die kaufen kann. Eben. Ich würde ja jetzt fast sagen, das kommt bestimmt noch. Aber? Ja, nix aber. Ich meine, du bist jetzt mit Kapitel 8 von 14 fertig. Frisch gefangene Igel! Wer? Ja, danke, danke, danke. Das war's. Kommt jederzeit wieder. Schal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 a. Freunde. Wo musste ich denn hin? Kommt drauf an, was du machen möchtest. Ich finde es gerade so ein bisschen schon mal lustig, dass ich 6 Punkte sehe. Ja, und nur 4 Anwahlmöglichkeiten. Mhm. Ja, vielleicht hast du noch alle Schnellreisestationen besucht. Mag natürlich sein. Ja. So, schön hier, schön hier, schön hier. So, es hat doch gespeichert, dass wir hier sind. Ja. Und in dem Sinne, ja. Kai hat gerade auf die Uhr geguckt und sie hat heute echt viel geschafft. Ja. 3 Kapitel. 3 Kapitel, jede Menge Assassinenzeug. Und dann würde ich sagen, beim nächsten Mal geht's an der Stelle in Venedig beim Karneval weiter. Das kann ich so nicht garantieren. Je nachdem, wie lang die Pause wird, gehe ich vorher noch irgendwelche Karten kaufen und Schätze suchen für die Steuerung, Gesundheit. Danke sehr. Wieder reinzukommen. Ja, das kann durchaus sein. Aber, Gesundheit. Danke sehr. Dann geht's hier. Dann geht's beim nächsten Mal weiter. Genau. Nicht unbedingt hier und nicht unbedingt beim Karneval. Aber mit Assassin's Creed 2. Ja, doch beim Karneval. Du kannst nicht garantieren, dass du in Venedig sein wirst. Aber ich habe die Maske auf. Also geht es nächstes Mal weiter bei Assassin's Creed 2 beim Karneval. Genau. Und in dem Sinne. Bis dahin. Tschüss und bye bye. Ciao.